geht weiter mit dem nächsten Boss, der sich an dieser Stelle befindet. Der Eingang ist relativ speziell, deswegen werden wir jetzt vom diesem Teleporter zusammen dorthin laufen. Ja, was braucht ihr dafür? Ihr braucht hier die hitzeresistente Rüstung, zumindest die kleine, damit ihr dorthin kommt und keinen Schaden bekommt. Ansonsten habe ich hier noch die Unterwäsche drin. Und ja, ich würde sagen, wir laufen da jetzt zusammen einmal hin. Ich habe den gestern schon mal probiert, um ja, mal sicher zu gehen, dass ich das auch wirklich hinbekomme und schaffe. Also wir fliegen einfach los in diese Richtung hier, zu dieser Ausbuchtung, damit wir dort reinkommen. Der Höhleneingang ist so ein bisschen versetzt. Dazu. Und dort fliegen wir jetzt einmal hin. Zusammen. Und zwar genau hier, wo das Licht ist. Eigentlich relativ einfach zu finden. Hier ist der Höhleneingang. Und ja, ich würde sagen, wir tryen das Ganze jetzt. Einfach nur relativ fix. Ich nutze den Jemoditen, den ich selbst hochgezüchtet habe. Ja, Passivas sind eigentlich ganz okay. Kann man definitiv so machen. Und kann ich auch mit leben. Ja, und dort ist der Boss. Der mir erstmal einen dicken Hit verpasst. Also ich habe genug Muni, über 1000 Muni mir gemacht, damit ich ja keine Probleme mit den Ressourcen habe. Hab knapp 94 liegen die Rebellen mit, also Spear. Hier solltet ihr dringend rausgehen. Das tut verdammt weh. Ich bin da gestern kurz stehen geblieben und bin fast drauf gegangen. Oh, der ist mittlerweile knapp unter der Hälfte. Ich habe gestern 30 Sphären gebraucht für den. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir den nicht aus Versehen killen. So, ich sag mal, wir gehen unter 100. Und dann versuchen wir es. Oh, 96, 3%. Leute, erster Wurf gleich drin geblieben. Oh, die Passivas sind mal richtig nice. Das ist sehr gut. Flammenkaiser und Wild, der. Oh, der Bernd. Die Passiva sind richtig gut. Ich kann damit definitiv leben. Den können wir gleich definitiv nutzen. Den werden wir im Team lassen. Dann nehme ich Anubis gleich raus hier. Okay. Ja, ich danke euch. So, stimmt. Wie schaut er denn aus? So schaut er aus. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, viel Spaß beim Farmen.